Ich habe zwei Soldiers zwar, aber wo ist mein X-Bow-Leader? Warum wirft gerade der ein Tantrum? Ja, das ist halt auch so die Sache. Keine Ahnung, was der Typ mit Tantrum-Problem ist gerade hat. Verkraftet der den Stress nicht, weil ich... Der ist jetzt hoffentlich nicht tot, oder? Communion of Genes. Approve. Okay. Das ganze Ding ist doch schon ein... Bin gerade verwirrt. Naja. Das könnt ihr alles mal aufsammeln. Ja, mein X-Bow-Leader, der liegt da. Ein bisschen deformiert herum. Wir haben nichts zum Fischen. Meine Engraver sind wenigstens gut dabei, hier zu smoothen. Oh, hier sind wir auch fertig und können weiter channeln. Also die Ebene müssen wir channeln, die Ebene und das war's dann. Also drei Ebenen noch. Gut. Wenigstens haben sie das Erbrochene ziemlich schnell weggemacht. Gut, soweit.
Wie viel Prepared Food haben wir denn noch? LM. Ach, mehr als genug. Okay. Okay, wir müssen Slabs installieren. Ghostly Dwarven Child, wo steckst denn du? Da. Okay. Eine Slab, bitte ganz nach oben. So. Ich glaube, irgendein Zwerg ist da draußen ja ertrunken. Wahrscheinlich hat sie ihn sogar fortgespült. Was soll eigentlich hier? Leder und Sheets. Wir haben aber kein, wir haben kein Leder mehr. Letzter. Sieht nicht danach aus, als ob wir noch Leder hätten. Gut. Nächstes Problem. Kein Leder mehr. Yippie. Ja, das sieht doch schon mal richtig schön hier aus. So, kann ich schon mal anfangen, Furniture zu platzieren, wie einen Table hier und hier. Und Chair hier, hier. Okay, wir haben noch nicht genug Chairs, aber wir haben auf jeden Fall ein Bett hier. Wir haben kein Trade-Depot. Einen Armor-Stand hier. Ein Weapon-Rack hier. Ein Cabinet. Und zwei Koffer. Und eine Statue. Gut. Pool of Dwarven Wein, wer kippt hier Wein weg?
Schämt sie euch nicht? Okay, hier ist. Slap. Ja, eine Tür. Dann muss ich noch eine Walkdoor extra in Auftrag geben. So. Ach Gott, die vier wollen, die drei wollen ja auch noch Gräber haben. Ah, so ein Käse, aber auch. So, dann machen wir ein Dings, ein Turm draus. So. So. Jetzt müsste ich nur noch das Kind finden. Sie ist Hesgrave. Auch die siehst, auch die siehst. So, wenn ich das Assignment wegnehme. Dann kriegt das schon wieder gleich der. Nee. Hestom, his fine, his grave, his grave. Muss ich das die da finden, so. Ach so, das mache ich ja anders irgendwie. Ach so. Gut.
Engrave Memorial Snap. Jetzt muss ich mir noch den Namen von ihm wieder aussuchen. Toltik Ubulhitz. Da ist er. Bitte ganz nach oben. Gut. Wie sieht's hier aus? Oh, hier werden es immer mehr Fortschritte. Schon wieder ein Tantrum von unserem X-Bau-Leader. Das ist aber noch von unserem alten X-Bau-Leader. Ich habe hier das echt nicht, was der. Warum sie das Blut und das Erbrochene nicht wegwischen? Oh. So. Jetzt aber. Slap. So. Und da ist mein Spiel abgestürzt. Mal wieder. Weil irgendwas passiert ist. Ich habe noch den Sound gehört, aber plump. Gut. Starten wir mal und gucken, ob wir wieder ganz am Anfang sind. Oh, das Laden ging gerade schnell. Aber so wie es aussieht, ist kein Autosave gemacht worden in der Stunde, die wir gespielt haben. Nein, es ist alles wieder so wie vorher. Gut. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle mal die Aufnahme. Und gehe weinen. Weil wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Und jetzt noch 2, 3 Minuten aufnehmen, nochmal zu machen. Ich werde aus Prinzip jetzt diese Aufnahme nicht wegschmeißen, auch wenn es verschwendete Zeit war. Einfach, dass ihr seht, was passiert ist, so. Weil das wäre auch unfair gegen euch, dass ihr nicht mitkriegt, was ich so gemacht habe. Und dann machen wir einfach beim nächsten Mal nochmal alles von vorne. Vor allem mal gucken, was so an Sachen wieder passieren wird. Ja, ich hätte halt zwischendurch nochmal speichern sollen. Aber gut, dann ist es jetzt halt so. Deswegen würde ich sagen, quit without saving. Ja, weil es ist ja nichts passiert. Ich habe geladen, es war immer noch Pause.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und machen alles nochmal. Vielleicht passieren andere Sachen. Vielleicht passiert genau dasselbe. Mal sehen. Auf jeden Fall. Bis gleich.